Hallihallo ihr Lieben und willkommen zu Part 11 von Pokémon, dem Pokémon Karmesin DLC, die Indigo-Blaue Scheibe. Und irgendwann kann ich es mir merken. Und wir sollen ja jetzt zu dieser Pien gehen. Die möchte mit uns sprechen. Achso, ja, wir müssen ja hier drüber. Hierhin, glaube ich, ja. Mal gucken, was sie von uns will. Ich vermute, dass jetzt endlich mal hier ein bisschen legendäre Pokémon-Time ist. Weil es sollen hier angeblich wieder die ganzen Legis möglich sein zu fangen. Joe, wie es aussieht, sind alle hier. Prima. Wir haben heute ganz wundervollen Besuch. Allerdings gab es ein kleines Missverständnis bei der Planung und unsere Gäste wurden gerade für eine Besichtigung des Schulgeländes abgeholt. Ich bin sicher, sie sind bald zurück. Also fange ich schon mal mit der Erklärung an. Bitte setzt euch. Wie schön, ein Stuhl, ein Segen für meinen müden Knochen. Du benimmst dich wie ein alter Mann. Übrigens, Laura, mir ist zwar zu Ohren gekommen, dass du dir in der Blaubeerliga einen Namen machst, aber ich hätte nicht erwartet, dass du sogar Champ werden würdest. Was für eine überragende Verdienst. Danke. Entschuldigen Sie, Miss Brienne, aber können wir auf das eigentliche Thema zu sprechen kommen? Tut mir leid, das war unbedacht von mir. Nun gut, kommen wir gleich zur Sache. Ich möchte, dass ihr mich begleitet. Und zwar auf eine Erkundungsreise an einen verborgenen und rätselhaften Ort, Zone 0. Zone 0? Ist das nicht dieser Ort in Paldea, zu dem Sie die ganze Zeit wollten? Sie haben also die Erlaubnis bekommen? Ich habe hauptsächlich vor, dort das Phänomen der Terra-Kristallisierung zu untersuchen und Kristallproben zu sammeln. Aber es gibt da auch ein bestimmtes Pokémon, das ich finden möchte. Das legendäre Pokémon Terrapagos, das in Zone 0 schlummert. Legendär? Terrapagos? Das klingt ziemlich aufregend. Ich hab deinen Namen leider vergessen. Oh, und Kay, glaube ich zumindest hieß er so. Oder sie, oder er, sie, es. Das sind sie ja. Seniorin Sagaria. Sagaria, genau so hieß sie. Das ist ja der Champ und, also die erste ist der Champ und die mit den grünen Haaren oder der mit den grünen Haaren ist der erste von den Top 4 in Paldea. Da sind sie ja, Signora Sagaria. Ich habe mir erlaubt, schon mal ohne sie anzufangen. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Ah, Champ Laura. Ich hätte nicht gedacht, dich ausgerechnet hier zu treffen. Ah, verstehe. Du bist also als Austauschschülerin hier. Laura ist außerdem gerade Champ der Blaubeerliga geworden. Muss ja das alte Wort nachschreiben. Tatsächlich? Du verfügst wirklich über unvergleichbare Talente. Wundervoll. Umso besser, dass du hier bist, Champ Laura. Miss Brianna, dürfte ich die Erklärung der Details übernehmen? Selbstverständlich. Erst einmal möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Sagaria. Ich bin die Präsidentin der Pokémon-Liga in Paldea. Vor mehr als 10 Jahren unterstützte die Pokémon-Liga Forschungen zu Zone 0, einem Gebiet, das sich in einem Schlund im Zentrum Paldeas befindet. Die Forschungen sind nun abgeschlossen, aber wir übernehmen weiterhin die Verwaltung des Schlunds. Zone 0 ist ein Ort voller Geheimnisse und Gefahren. Wir erlauben grundsätzlich niemanden, sie zu betreten, geschweige denn zu erforschen. Allerdings sieht die Sache momentan etwas anderes aus. Es besteht die Gefahr, dass brutale Pokémon von dort in die Außenwelt gelangen könnten. Es werden daher schleunigst weitere Nachforschungen benötigt. Doch die Pokémon-Liga kann weder das Personal noch die Zeit aufbringen, die Zone 0 tätig zu werden. Und deshalb wurde ich für diese Aufgabe auserkort, da ich schon seit geraumer Zeit darum bitte, dort Untersuchungen anstellen zu dürfen. Es beschämt mich zutiefst, dass wir nicht besser auf diese Situation vorbereitet sind.
Doch auf die Blaubeerakademie gehen viele talentierte Schüler, die ihr Training von Pokémons bestens bewandt sind. Und wenn Champ Laura auch an eurer Seite ist, fällt es mir gleich leichter, diese Expedition ins Leben zu rufen. Das ist natürlich rein freiwillig. Ja, natürlich. Aber es wäre eine große Erleichterung für mich, wenn ihr mitkämet. Was meint ihr? Wollen wir gemeinsam Zone 0 erkunden? Ich habe nichts anderes von dir erwartet, Champ Laura. Ich war doch schon mal in Zone 0. Also ich gehe mit, denke ich. Danke, dass du dich mir wie immer anschließt. Sorry, aber ich passe. Die Liga AG ist gerade voll im Aufruhr. Das kann ich mir nicht so einfach verdünnisieren. Ja, klar. Hat sicher nicht damit zu tun, dass du einfach nur ein fauler... dass du nur zu faul dafür bist, hm? Du hast mich durchschaut. Aber es würde mich interessieren, was unser Ex-Champ vorhat. Ich finde dieses Spiel immer ärgert. Ich gehe auch mit. Wenn es dort ein legendäres Pokémon gibt, will ich es treffen und fangen. Dieses Mal wirklich. Interessant. Dann ist es beschlossene Sache. Schade, dass du nicht dabei bist, Levi. Mit Laura, Hannah und Jo und mir sind wir dann zu viert. Das sind erfreuliche Neuigkeiten. Ich bin euch allen zu großem Dank verpflichtet. Ich kann es kaum erwarten, von euren faszinierenden Ergebnissen zu erfahren. Sie können sich auf mich verlassen, Signora Sagaria. Mein großer Traum, Zone 0 zu erkunden, steht endlich kurz vor der Verwirklichung. Sobald ihr euch Vorbereitungen abgeschlossen habt, treffen wir uns an der Brücke am Eingang. Hi, kann ich mit euch reden? Schön, dich zu sehen, Champ Laura. He's Kay. Hallo, ich bin auch mit von der Partie. Hätte nicht gedacht, dass wir uns hier über den Weg laufen würden. Auch fern der Grenzen unserer Region scheinst du als Champ Paldeas deine Talente unter Beweis zu stellen. Mir war von Anfang an klar, was für ein außerordentliches Talent du bist. Das stimmt, ein ganz außerordentliches Talent. Und außergewöhnlich dreist noch dazu. Jeder weiß, dass man den Schlund nicht ohne Erlaubnis betreten darf. Was will der denn jetzt von mir? Und du spazierst trotzdem einfach rein. Ich bin mächtig sauer deswegen. Tut mir leid. Eine Entschuldigung macht es auch nicht besser. Ich bin schier vom Stuhl gekippt, als ich die Geschichte gehört habe. Entschuldigung. Beruhig dich, Kay. Ihr ist ja nichts passiert. Außerdem stünde es jetzt ziemlich schlecht um Paldea, wenn Champ Laura Zone 0 nicht betreten hätte. Stimmt schon, aber... Na gut, dem obersten Boss zuliebe will ich mal ein Auge zudrücken. Wie du siehst, hat sich Kay wirklich Sorgen um dich gemacht. Nun denn, Champ Laura, dieses Mal begibst du dich mit einer offiziellen Erlaubnis der Pokémon-Liga nach Zone 0. Nur eine Handvoll Leute wissen, was sich dort in den Tiefen mit der Zeitmaschine zugetragen hat. In Anbetracht eurer anstehenden Expedition habe ich Miss Brienne über die Gefahren in Zone 0 informiert, jedoch ohne ins Detail zu gehen. Ach ja, wolltest du dieser Brienne nicht etwas geben? Du hast recht, das habe ich glatt vergessen. Champ Laura, würdest du das hier bitte an dich nehmen? Indigo-blaue Scheibe. Aha. Eine CD. Entschuldigung. Was ist das? Ein TM? Das ist eine Scheibe, die einer der Forscher in Zone 0 an seinen Geldgeber geschickt hat. Wir haben sie von unseren Forschungsabteilungen untersuchen lassen und herausgefunden, dass es sich definitiv nicht um ein TM handelt. Sie scheint aber auch kein einfaches Speichermedium zu sein. Wir wissen nicht, wie oder wofür sie genutzt wird. Doch sie hat sicher etwas mit Zone 0 zu tun. Ich dachte mir, da ihr euch sowieso dorthin begebt, könnt ihr sie nebenbei gleich mit untersuchen. Nebenbei? Das klingt so locker flockig, als würdest du sie bitten,
auch noch ein bisschen Kartoffelsalat mitzubringen. Doch ich muss dich bitten, sie mir zurückzugeben, falls sie einen Verwendungszweck nicht herausfindet. Es gibt noch vieles in Bezug auf Zone 0, was ungeklärt ist. Auch wenn du schon einmal am tiefen Punkt warst, solltest du dich vor dem Gelände und den Pokémon dort in Acht nehmen. Als Champ liegt es an dir, die anderen anzuführen und zu beschützen. Ich würde auch gerne mitkommen, habe aber leider schon alle Hände voll zu tun. Sieh zu, dass du dich nicht übernimmst, Laura. Dann verabschieden wir uns mal. Auf Wiedersehen. Ciao! Wohin muss ich denn? Zum Eingangsbereich wahrscheinlich, oder? Ich habe leider nicht zugehört. Also ich habe schon zugehört, aber das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Hier irgendwo? Ah ja. Ah, da sind sie. Bist du bereit für deine Reise in Zone 0? Ich war schon mal in Zone 0. Die tut so, als wäre ich noch nie in Zone 0 gewesen. Fabelhaft, dann können wir endlich aufbrechen. Ah, da ist Joe. Hannah, Joe, wie geht es euch? Fühlt ihr euch auch bereit? Also mir geht's gut, aber... Mir geht es auch gut. Ich habe mich beruhigt. Oh, das freut mich. Ich weiß jetzt, was ich tun kann. Deshalb geht es mir gut. Ich werde das legendäre Pokémon in Zone 0 finden. Ich muss es finden. Das ist die richtige Einstellung, Joe. Dann lasst uns gehen. Oh je. Und dann fange ich mir die Indigo-blaue Scheibe und dann dreht er wieder durch. Ich sehe es kommen. So ist es nämlich auch, wenn ihr den ersten Teil spielt. Spoiler. Weil ich den ja nicht auf YouTube hochgeladen habe. Da dreht er ja auch durch, weil du diese Maske fängst. Ich weiß nicht mehr, wie das Pokémon heißt. Wir sind wirklich da. Endlich. Das ist sie. Zone 0. Oder wie lange habe ich von diesem Moment geträumt? Wow, das ist Wahnsinn. Oh, abgefahren. Du warst schon mal hier, oder, Laura? Ja, mit Freunden. Mit Freunden. Ah, Gia. Ah, hast du mich erschreckt. Also echt, wie heißt du nochmal? Dingsdadon? Dingsdadon, genau. Du bist viel zu riesig, um einfach so rauszuspringen. Ah, Gia? Du warst damals auch mit dabei, was? Ah! Achso, natürlich. Ah, das ist doch das Pokémon, das angeblich in Zone 0 entdeckt wurde. An ihm bin ich auch sehr interessiert. Aber vorerst will ich mich auf die Erkundung von Zone 0 konzentrieren. Unser Ziel ist es, ihren tiefsten Punkt zu erreichen. Und nicht nur das. Wir werden noch tiefer vordringen. Alondos Aufzeichnungen zufolge ist er am tiefsten Punkt sogar noch tiefer hinabgestürzt. Na sowas. Das ist der tiefste Punkt, eigentlich gar nicht die tiefste Stelle. Seltsam, nicht wahr? Allerdings hat Alondo auch geschrieben, dass er sich nicht erinnern konnte, wie er dorthin gelangt war. Wenn man im Glauben schenken will, gibt es unter Zone 0 also noch einen unbekannten Ort. Lass uns zunächst einmal den tiefsten Punkt ansteuern, Labor 0. Bitte führe uns dorthin, Laura. Da lag noch irgendwas, was ich einsammeln kann. Ah, da ist ein Fake-Pummeluff. Fiaro gab es ja auch schon. Sandfell. Sandfell musste ich noch fangen. Irgendwie habe ich das nie gefunden. Das muss ich noch kurz fangen. Entschuldigung. Das muss jetzt einfach sein, weil das fehlt mir doch für meinen Pokédex.
war der falsche Ball. Hätte mich jetzt auch überrascht, wenn der Timerball das gekriegt hätte. Naja, probieren wir es nachher nochmal. Oh. Stimmt, gibt es irgendwo nochmal einen Sandfell. Das habe ich damals, als ich die Zone 0 besucht habe, nicht mehr gefunden irgendwie. Reitschuh. Ah, laufen die nicht mit mir, so wie damals? Kramor. Das sind ja die Pokémon, die wir alle kennen, die es ja hier gibt. Das Mortinerva. Brüllschweif heißt das genau, da habe ich gerade überlegt. Blendbruder. Das Ladero. Das ist nochmal eins. Diesmal fange ich dich aber hier. Ich brauche dich noch für meinen Pokédex, Sandfell. Eigentlich müsste ich mehrere von denen noch fangen, damit ich die eventuell gegen die anderen Ultrabestien tauschen kann. Auf einmal sind hier unten so viele von denen. Da hinten läuft noch mal eins. Und ich schwöre, ich habe das ewig gesucht, dieses Sandfell hier unten. Ich habe keins gefunden, als ich den normalen Pokédex versucht habe zu vervollständigen. Ach, es war dir rum. Mit dir wollte ich mich jetzt eigentlich nicht rumärgern. Na toll. Vielleicht sollte ich ein schnelleres Pokémon nach vorne machen, das auch fliehen kann. Oh, ich hätte vielleicht meine Pokémon heilen sollen, bevor ich hierher gegangen bin. Hups. Na toll. Hier schon ein Leuchtstein. Aber neue Pokémon habe ich bis jetzt noch nicht entdeckt. Das sind ja alles bisher die Pokémon gewesen,
die es hier, sobald du die Hauptstory abgeschlossen hast, gibt. Fensterstein. Regen. Shaquille. Hallöchen. Hier findet man voll viel Finstersteine. Ich bin, glaube ich, in die falsche Höhle gelaufen. Hier geht's ja nicht mehr weiter. Oder? Ich war übrigens schon eine Weile nicht mehr hier, also von dem her merke ich gerade, dass ich mich hier nicht mehr auskenne. Ging es denn hier runter? Liegt sogar noch ein Item. Irgendwo geht es ja in die Höhle rein. Um ganz nach unten zu kommen. Schon mal ein bisschen. Und hier würde ich jetzt den Part beenden und wir gucken mal beim nächsten Mal, was uns da unten dann noch erwarten wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!